Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Die Satire. Jeden Samstag, 20.15 Uhr im Ersten. Heute fangen wir mit einer Eilmeldung aus Stahnsdorf in Brandenburg an. Billy F. aus Stahnsdorf hat einen großen Autounfall verursacht. Weitere Ursachen sind jedoch noch unklar. Wir schalten jetzt live nach Stahnsdorf. Frau Meier, kannst du uns die Lage schildern? Billy, wie konnte es zu diesem Unfall kommen? Nun ja, ich bin gerade eben von meiner Stammkneipe, bin ich eben ins Auto. Wollte nach Hause, habe den Rückwärtsgang. Dadurch ist die Bananenschale, die man auch da sehen kann, mir in die Speiche. Dabei ist mein Auto rückartig stehen geblieben. Und dann ist mir mein Kumpel, der Dieter, mir hinten reingefahren. Und ich bin raus, wollte nach Dieter gucken und ihm ging es noch gut. Aber natürlich ist es jetzt so, dass natürlich die Versicherung und alles das jetzt klärt. Vielen Dank, Billy. Und wer sind Sie? Also ich bin jetzt hier von dem SEK. Wir ermitteln jetzt hier mit neuester Technik, wer diese Banane hingelegt hat. Wir können nämlich Fingerabdrücke durch diese Kamera auslesen. Hier haben wir einen. Ja, und die Polizei war jetzt schon da, die ist jetzt schon weg und jetzt machen wir die Arbeit. Und jetzt werden wir erstmal ermitteln, wem diese Banane gehört. Ah ja, vielen Dank. Und damit zurück zu Bernd ins Studio. Vielen Dank, Thomas aus Stahnsdorf.